Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Mal möchte ich eine Schale gießen und ich möchte die Flower-Technik anwenden. Ich habe hier schon mein Harz gemischt und ich habe, das ist das Mastercast, und ich habe da das Indigo-Blau von Etterart reingemischt und dann das Persian Blue Twinkle von der Laura von Laura's Art Corner. Ich fülle mir das Ganze am Rand entlang und dann nehme ich mein klares Harz und fülle das Ganze auf. Die Form, die ich hier verwende, ist die Geode-Form, ist die Tablettform M-Größe von Modes and Shapes. Ich verlinke Modes and Shapes in meinem Beschreibungsbox und wenn ihr den Promocode PT5 anwendet, bekommt ihr 5% Rabatt. Ich verlinke auch Laura von Laura's Art Corner in meine Beschreibungsbox. Da habe ich auch meinen Rabattcode. Müsst ihr einfach mal schauen, ob das interessant für euch ist. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen mit meinen Bläschen zugange. Bei den hochviskosen Harz, da hat man doch immer mehr mit ein bisschen Bläschen zu kämpfen. Wenn man Medium oder ja, niedrig viskoses Harz verwendet, da ist das nicht ganz so. Deswegen, also da bin ich noch ein bisschen beschäftigt, dass ich meine Bläschen alle kaputt mache, zerplatzen lasse und mal eben kurz mit den kleinen Bunsenbrenner drüber. Bitte aber immer vorsichtig sein, wenn ihr das macht. So, jetzt nehme ich mir Riesenink und das ist das Sun von Octopus. Das soll meine Mitte sein. Und dann wollte ich zuerst das Evergreen von Octopus benutzen, aber das war mir dann doch zu grün. Ich hatte mir das jetzt so ein bisschen auf mein Tüchlein getropft und das war mir dann doch zu grün. Und dann habe ich mich umentschieden und das Caribbean von Etterart genommen. Einmal gut durchschütteln. Ja, da habe ich Glück gehabt, dass mir das Ganze nur auf meine Form gefallen ist, dieser Tropfen. Und nicht in mein Harz, wo es nicht hingehört. So, jetzt gieße ich oder tropfe ich mir das Caribbean am Rand entlang. Und schaut mal, bei dem Gelben, da habe ich praktisch ein Loch. Und das ist auch total interessant zu sehen, wie das Gelbe da praktisch zusammenschrumpft. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt nehme ich mir mein Weiß. Und das Weiß habe ich mir so gemischt. Das habe ich aber auch schon oft gezeigt in meinen Filmen. Ich habe das Angel White von Lures zusammen mit dem Baby Breath from Laura's Art Corner gemengt und halt so, dass es nicht zu opak ist, aber auch nicht zu transparent. Wenn ihr da mal in anderen Videos schaut, ich habe das sehr, sehr häufig gezeigt. Ja, diesmal habe ich das Mischen der Farben nicht gezeigt, weil ich habe schlichtweg vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ja, das passiert. Aber wie gesagt, ihr wisst im Prinzip, wie ich die Farben so zusammenmische. Ja, jetzt gehe ich einfach der Form entlang. Ich hatte da das Glück, dass die Rieseninks wirklich schon wie eine Blume oder diese Blumenblätter vorgezeichnet haben. Also bin ich einfach nur entsprechend entlang gegangen und habe dann meine Blütenblätter gemalt. Und ich habe noch so viel Weiß, also ich sehe zu, dass ich das diesmal auch so gut wie alles aufbrauche. Ich gehe jetzt noch mal ganz außen rum an den Blütenblättern. Dann gehe ich einfach noch mal wild drumherum. Ich hoffe nur, dass mir wirklich die Mitte, dass mir das nicht allzu sehr bloppt, weil ihr seht, da ist schon eine Menge Weiß in der Mitte und irgendwie sehe ich nichts mehr von dem Gelb. Ich frage mich, wo das Gelb geblieben ist. Ich sehe nur noch einen kleinen Punkt da. Ja, und dann hatte ich die Idee, dass ich an den Blütenblättern auch Punkte ziehe oder zwischen den Blütenblättern, dass sich das dann so ein bisschen in die Mitte zieht. Jetzt gehe ich mal kurz mit dem Bunsenbrenner drüber. Dann habe ich gedacht, ich mache mir noch mal wieder Pünktchen
etwas tiefer unter den ersten Pünktchen rein. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze bloppt. Und ihr seht das gleich, dann nehme ich das Dotting-Tool und ziehe mir das einfach als Striche lang. Aber vorher gehe ich nochmal rüber, weil ich halt so viel weißes Harz habe. Ich verwende das halt, was ich so habe. So, jetzt kommt das gleich mit dem Dotting-Tool, dass ich mir praktisch meine Pünktchen doch von außen in die Mitte ziehe. Und dann gebe ich einfach der Mitte noch einen kleinen Wirbel. Das seht ihr jetzt gleich. Und dann bin ich auch schon fertig, habe ich gedacht. Und dann hatte ich die Idee, dass ich nochmal das Dotting-Tool benutze und nochmal durch die einzelnen Blütenblätter ziehe, damit ich noch mehr Blütenblätter bekomme. Und dann habe ich gedacht, ich folge so ein bisschen meiner Mitte. Ihr seht das da. Und jetzt bin ich aber mit meiner Blume fertig. Ja, die Blütenblätter, die schließen sich nicht ganz. Ich bin mal gespannt, wie das später aussieht. Aber soweit bin ich zufrieden. So, das ist jetzt praktisch der nächste Morgen. Ich habe abends gegossen, das ist jetzt früh am Morgen. Und ich kann entformen und ich bin total gespannt, wie das Ganze aussieht. Und schaut mal, wow, guck mal mit dem Gelb. Ich hätte, es war total verschwunden und jetzt ist es wieder da. Ich finde das total schön, dass die Mitte so schön gelb definiert ist. Und die Blütenblätter haben sich zwar nicht so geschlossen, wie ich wollte, aber es hat eine Menge Tiefe, dadurch, dass halt das Caribbean noch da im Hintergrund ist. Und ganz, ganz viele Blütenblätter. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Schaut mal. Und auch der Schimmer durch das Puder. Richtig toll. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Farbkombination gefällt mir sehr gut. Ja, und das ist jetzt am nächsten Morgen oder am nächsten Abend so. Und ich kann mein Schälchen aus meiner Form holen. Und ich bin wirklich sehr zufrieden. Schaut mal, da sieht man das Gelb nicht, aber auf der Seite sieht man das Gelb. Richtig schön definiert, doch gefällt mir sehr gut. Ja, und das ist jetzt das Finale oder das Endprodukt. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar. Und solltet ihr noch kein Abo haben, würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich sag mal, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, eure Petra. Ciao, ciao.